Hi und willkommen zu einer neuen Comic Review. Heute mit Suicide Squad Heft 14 und 15. In Heft 14 ist US-Heft 28 und 29 beinhaltet. Bei beiden ist Rob Williams natürlich weiterhin der Autor und Zeichner. Haben wir hier im 14. Heft Eleonara, also die Zeichnerin Eleonara Calini. Auf dem Mond trafen sie dann halt auf leicht ein Spoiler für, wenn man die vorigen Sachen nicht gelesen hat. Praktisch der Rest der Gruppe von der alten Suicide Squad früher. Sprich, wir haben es hier mit dem Großvater von Rick Flag zu tun. Finde ich eine nette Sache gewesen eigentlich. Also das war eigentlich ganz nett. Die sind auch irgendwie nicht gealtert wegen einer besonderen Kraft eines Monsters. Dieses haben sie dann auch noch irgendwie eingesperrt. Das führt natürlich dann auch zu Problemen. Muss ich sagen, wie schon gesagt, nette Idee eigentlich so mit dieser alten Suicide Squad, aber vorhersehbar und doch nicht. Im Allgemeinen nicht interessant, dieses Monster fand ich jetzt nicht so interessant und was dahinter steckt. Nur diese Idee fand ich okay, darum gibt es hier dann auch nur 6,5, weil irgendwie hat man daraus nicht so viel gemacht. Vielleicht irgendwie im Vorlaufenden, wer weiß. Denn wir kommen jetzt zu Heft 15, da drin ist US-Heft 30 und 31. Zeichner haben wir Philippe Bryans, und Barnaby Begander ist dann doch schon wieder besser. Hier werden viele von diesen Monster befallen halt und ein totgeglaubter Charakter kommt dann auch wieder und dann geht das halt mit Opfer bringen und versuchen diese Kreatur aufzuhalten natürlich weiter. Ist deswegen auch, finde ich persönlich, nicht weiter groß interessant. Und ich muss sagen, es geht zu lang, finde ich. Also, dass man jetzt wirklich hier so viele US-Hefte da nutzen muss, um diese ganze Story zu vollbringen, weiß ich nicht. Also, ist jetzt keine Mission, die mir wirklich es angetan hat. Darum auch hier eine 6,5, bedauerlicherweise. Wenn ihr diese beiden Hefte dann schon gelesen habt, schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, was ihr von dieser Story, mit dieser alten Suicide Squad haltet irgendwie. Ob ihr das doch ganz cool findet, alles, oder ihr das genauso langweilig findet wie ich. Also ich muss mich da doch schon leicht durchboxen, sagen wir mal so. Ist jetzt nicht gerade das Spannendste. Am meisten immer die ganze Zeit sowas wie Heroes in Crisis oder Doomsday Clock in der letzten Zeit hatte, wirkt sowas dann doch wieder sehr enttäuschend leider. Also, okay. Das soll es dann aber von mir dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!